Hier ist ein Metallring und diese Metallkugel passt ganz genau durch diesen Ring. Ich werde diese Metallkugel jetzt erwärmen. Wir stellen fest, die Kugel passt nicht mehr durch den Ring. Also hat sie sich durch dieses Erwärmen gedehnt. Jetzt kühle ich die Kugel wieder ab, indem ich sie hier in kaltes Wasser eintauche. Das dauert jetzt ein wenig, ehe die Kugel wieder abgekühlt ist. Mal schauen, ob es reicht. Ja, jetzt passt die Kugel wieder durch den Ring. An vielen Thermometern kann man erkennen, dass eine Flüssigkeit sich dehnt, wenn man sie erwärmt. Genauso funktionieren solche Thermometer. Es gibt eine Ausnahme. Die Ausnahme ist das Wasser, denn wenn man Wasser von 0 Grad Celsius auf 4 Grad Celsius erwärmt, so dehnt es sich nicht, sondern im Gegenteil, es zieht sich dann zusammen. Das nennt man die Anomalie des Wassers. Und aus diesem Grund können Fische im Winter überleben, indem sie tief genug schwimmen. Dieses Gefäß enthält nur Luft und ich werde dieses Gefäß jetzt in dieses warme Wasser tauchen und dieses Ende werde ich in dieses kalte Wasser tauchen und wir schauen, was passiert. Wir sehen in diesem Glas mit kaltem Wasser steigen Luftbläschen auf. Das kommt daher, dass die Luft in diesem Gefäß sich durch die Wärmeaufnahme gedehnt hat. Diese Kugel passt genau durch diese Lücke. Wenn man sie erwärmt, passt sie aber nicht mehr durch die Lücke, was bedeutet, dass die Kugel sich durch diese Wärmezufuhr gedehnt hat. Wir werden diese Flüssigkeit ebenfalls wärmen und stellen fest, dass sie sich dann dehnt. Wir sehen, dass die Flüssigkeit in diesem Röhrchen steigt. Hier werden wir dieses Gas erwärmen und stellen fest, diese Erwärmung erzeugt ebenfalls eine Dehnung dieses Gases. Wir sehen das an diesen Gasbläschen, die hier aufsteigen. Also fügt man einem Körper Wärme hinzu, so dehnt er sich, woraus wir schließen können, dass die Wärmezufuhr sich zu kinetischer Energie, also Bewegungsenergie, der Teilchen des Körpers verwandelt, die dadurch mehr Platz benötigen. Und demzufolge drückt man eine Wärmemenge Q, genau wie eine Energie, in Joule aus. Dies zu Ehren des britischen Wissenschaftlers James Prescott Joule.